unter den Allzeithochs, zumindest mal beim DAX und beim Dow, ist das noch auf jeden Fall ein Thema. Und bei einigen anderen ja schon vielleicht wieder. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Laufen wir da weiter oder müssen wir mit mehr rechnen? Auch Intraday tut sich da einiges. Grund genug, das genauer anzugucken. Herzlich willkommen beim XTB Live Trading. Da seid die nächste Stunde. Die gehört uns und natürlich dem Markt. Bevor wir aber richtig loslegen, müssen wir natürlich auf ein, zwei Sachen hinweisen. Ihr kennt das Prozedere. Wenn ihr heute nicht das erste Mal mit dabei seid, dann wisst ihr, wir müssen auf den verantwortungsvollen Handel hinweisen. Das klingt immer sehr technisch, aber gerade als Händler kann ich euch sagen, bitte, bitte versucht nicht all in zu gehen, alles auf eine Karte zu setzen, sondern konzentriert euch darauf, nicht einen Trade, ja, das ist blöd, konzentrieren nicht einen Trade, sondern viele Trades zu machen, dass ihr das Risiko auf eine Menge einzelner Trades verteilt, denn wir wissen nie, was der nächste Trade tatsächlich macht. Deshalb handelsverantwortungsvoll. Viele Leute verlieren Geld, wie ich finde, naja, unnütz klingt immer so ein bisschen komisch, aber häufig eben darauf, weil sie noch nicht so richtig wissen, was sie da tun. Deshalb schön, dass ihr da seid. Wenn wir es gemeinsam uns angucken und wenn wir uns gemeinsam überlegen, wie wir diese Situation sinnvoll nutzen können, dann denke ich mal, kann man da eine Menge Positives rausholen. Das wollen wir uns gleich anschauen. Deshalb behaltet das im Hinterkopf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, auf einen Punkt muss ich hinweisen, ich bin selber ja aktiver Händler und dementsprechend bin ich nicht neutral, was den Markt angeht. Ich habe eigene Positionen, ich habe einiges in der Pipeline, wo ich vielleicht sage, ja, da geht vielleicht gleich noch was. Dementsprechend bin ich aber mindestens mal involviert und deshalb nicht als Neutraler hier zu euch sprechen, sondern von Händler zu Händler. Behaltet das bitte im Hinterkopf, dass ich eventuell auch befangen bin in der einen oder anderen Richtung. Aber wenn wir uns das gesamte Bild erarbeiten, wenn wir uns überlegen, wie das zustande kommt, dann könnt ihr das für euch passend machen und sagen, okay, das passt für mich auch. Oder dass ihr eben überlegt, naja, das ist aber für mich nicht so geeignet. Ich mache lieber den Trade etwas aggressiver oder weniger aggressiv als ich. Oder lasse vielleicht den einen oder anderen weg oder mache vielleicht einen sogar zusätzlich. Das gemeinsam angucken. Aber denkt immer dran, naja, ich bin ja irgendwie mit den Märkten auch involviert. Hinweis dazu nochmal zu XTB. Ich selber bin nicht bei XTB angestellt. Das ist eben genau deshalb wichtig, weil XTB bietet uns die Plattform, Trades umzusetzen, bietet die Möglichkeit, unsere Ideen, die wir dann eben erarbeiten, dann eben auch in die Tat umzusetzen. Deshalb, XTB hat keine Idee jetzt, ob lieber Long oder lieber Short. Das ist den Jungs und Mädels dort auch ganz egal. Dementsprechend habe ich da auch jetzt keinen Hinweis bekommen. Sag doch mal was, die sollen mal hier was kaufen oder da mal was shorten. Das ist nicht das Thema. Ich rede jetzt hier als Händler zu euch. Wenn ihr Fragen an das Team von XTB habt, dann geht sehr, sehr gerne darauf zu. Ich gebe euch hier nochmal ein Slide, dass ihr sehen könnt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, wo ihr das könnt. Also alle Fragen zur Plattform zum Beispiel, zum Konto, zu den Kontrakten, was auch immer, oder zu dem aktuellen Angebot, was Sie zu Ihren Zinsen da haben, dann kommt da gerne auf das Team zu. Hier habt ihr die Kontaktdaten. Und was war das mit den Zinsen? Das kann ich auch nochmal schnell einblenden, weil das einige sich dann wünschen. Sag doch nochmal was dazu kurz. Hier habt ihr die Info schon mal im Groben. Ihr könnt es natürlich auf deren Webseite abchecken oder wenn ihr dann nochmal ganz große Detailfragen habt, dann könnt ihr euch natürlich ja an das Team wenden. So, wir machen jetzt aber Folgendes. Wir wenden uns an den Chart und dafür brauche ich immer ein, zwei Klicks. Das dauert jetzt hoffentlich nicht allzu lang und dann habt ihr von meiner Seite aus den Chart. Wenn alles klappt, solltet ihr ihn genau jetzt sehen. So, also, da sind wir dran. Das ist die X-Station 5, die müssen wir jetzt nicht nochmal insbesondere durchgehen. Wir wollen jetzt mal gucken, gibt es Situationen, die jetzt im Moment handelbar sind? Und wir hatten das letztens mal angesprochen, haben wir gesagt, Mensch, lasst uns doch mal gemeinsam gucken, ob wir schöne Situationen finden. Also nicht so viel in der Theorie rumwurschteln, sondern viele, viele einzelne Charts angucken und dort prüfen, ob wir dann tatsächlich dort irgendwas finden, was wir dann im Kurzfristigen auch mal umsetzen können. Also der Fokus dieses Beitrags ist jetzt nicht so sehr, wie ist der Überblick. Wenn ihr den Überblick nicht im Kopf habt, ich habe
regelmäßig immer mal Beiträge zu den Indizes, die ihr sehen könnt, wo ich ihr dann die Einschätzung, wie sieht das Bild dort aus. Wir wollen uns jetzt wirklich mal fokussieren auf den sehr kurzfristigen Chart, wollen möglichst viele uns da mal angucken, Situationen, und dann mal gucken, okay, wo können wir denn da jetzt tatsächlich mal reinstechen in den Markt, wo können wir denn da was tun. So, ich habe jetzt hier mal, das ist von der Reihenfolge ist egal, womit man anfängt, das ist jetzt der US 500, also der S&P 500, und da ist schon eine erste Situation. Wir bleiben mal im kurzfristigen Bild. Ich will euch jetzt nicht zwingend dazu motivieren, dass ihr auf 5-Minuten-Basis handelt. Ja, das könnt ihr euch überlegen, in welchem Zeitrahmen das für euch sinnvoll ist. Einige sagen, ja, kurzfristig finde ich klasse. Andere sagen, naja, ich brauche vielleicht ein bisschen längere Zeit. Ich kann nicht so regelmäßig gucken oder sowas. Also insofern überlegt euch das. Aber wir wollen ja jetzt hier mal so das Prozedere durchgucken. Auch das Scanning, wie kommt man auf Geschichten? Danke für den Tipp mit Tesla. Können wir gleich auch noch einen Blick drauf werfen. Aber dass ihr diesen Prozess mal miterlebt, und das machen wir im 5-Minuten-Chart jetzt gemeinsam, damit wir vielleicht da einiges finden. Notfalls können wir mal auf Minute wechseln. Aber lasst es euch gesagt sein, ihr müsst jetzt nicht verdammt sein im 5-Minuten-Chart. Ihr könnt das Gleiche natürlich auch im 4-Stunden-Chart gucken. Ihr könnt das im Tageschart gucken. Ihr könnt es im 15-Minuten-Chart gucken. Also da können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen mitspielen. Was gefällt mir hier gerade an dem Chart? Naja, mir gefallen gleich mehrere Sachen, nämlich einerseits, dass wir hier einen hässlichen Teil und einen mindestens schon mal jetzt spannenden Teil haben. Was ist denn um Himmels Willen der hässliche Teil? Wir sind von oben runtergekommen. Das ist der tiefste Punkt. Also das müsst ihr mir jetzt glauben. Das habe ich jetzt hier schon mal ausgeblendet. Der Kurs kam vorher hier von oben runter. Naja, glauben ist immer so eine Sache. Jetzt gucken wir es uns doch noch mal einmal an. Machen wir das hier mal weg hier. Zoomen noch mal ein bisschen raus. Und ihr seht, ja, der Kurs kam hier von oben. Das heißt, in dem Ausschnitt, den wir haben, das ist der tiefste Punkt. Und das, was mich gleich interessiert, ist niedriger als der höhere Punkt dort. Also, tiefster Punkt war da unten. Und ich hatte hier schon mal eigentlich einen Verdacht für einen Trade. Hat sich allerdings nicht bestätigt. Jetzt kriege ich aber eine neue Idee, die quasi auf das Gleiche zielt. Also, das war der tiefste Punkt. Das ist der danach der nächste höchste Punkt. Und seitdem sind wir eigentlich runter. Hier gab es eine Pause. Dann sind wir runter. Hier gab es eine Pause. Und dann sind wir hier nochmal runter. Und ihr ahnt schon, wenn ihr schon ein paar Mal mit dabei wart, worauf ich hinaus will. Das, was wir hier haben, das ist ein klassischer Fünfweller. Schub runter. Korrektur. Dritte Welle. Korrektur. Fünfte Welle. Ja, also das ist ein Impuls. Vom höchsten Punkt aus gestartet, starke Abwärtsbewegung, überschneidungsfrei, das ist mir immer wichtig, die Korrekturen. Hier war eine Korrektur, also sprich diese, und hier ist eine Korrektur, also sprich diese, sind nicht überschneidend. Ja, dementsprechend starke Richtung im Moment nach unten. Was ich jetzt bräuchte, wäre eine Korrektur. Das kann durchaus in den nächsten Minuten hier passieren. Dafür müsste der Kurs irgendwie hoch korrigieren. Wie könnte so eine Korrektur aussehen? Korrekturen sind gerne dreiwellig, A, B, C oder manchmal auch mehrwellig. Dann kommt das noch irgendwie so hinten dran. Wichtig dann allerdings, dass diese Gegenbewegung, diese hier und diese hier, möglichst überschneidend sind. Ja, ich möchte, dass da möglichst viel Überlappung mit dabei ist. Ja. Also das wäre ein Punkt, dafür müssten wir also hier sehen, dass diese Bewegung korrektiv ist und diese Gegenbewegung sollte nicht zu klein sein, aber auch nicht zu groß. Das ist immer so ein bisschen ein blöder Begriff, nicht zu klein, nicht zu groß, das ist sehr unkonkret. Wir haben aber mit dem Fibonacci-Tool, da geht ihr hier auf dieses kleine F da und dann geht ihr hier auf Fibonacci-Folge. Startpunkt der Bewegung ist da oben, einmal klicken, Tiefpunkt im Moment der Bewegung ist hier. Und dann seht ihr hier die 38er-Marke, die 50er, die 61,8. Und am liebsten habe ich es, aus statistischen Gründen, wenn der Kurs da reinwackelt. Also da muss er hin und er muss korrektiv da sein. Also beides ist wichtig. Ja, das ist etwas, was relevant ist. Dann hätten wir nämlich folgende Situation. Dann hätten wir die Abwärtsseite stark. Super. Die Aufwärtsseite schwach. Ebenfalls super. Und dann brauchen wir nur noch darauf zu warten, dass diese schwache Aufwärtsseite zu Ende ist.
So, und da ich euch ja nicht alle anrufen kann, müsst ihr selber darauf achten, ob entweder hier ein Umkehrsignal ist. Das hatten wir neulich ganz intensiv uns angeguckt. Zum Beispiel, das ist ein Umkehrsignal, ein Hammer. Gut, das ist jetzt nach oben hin. Es gibt es aber auch nach unten und es ist ein Shootingstar. Wenn ihr das habt, also hier eine Aufwärtsbewegung hier, und dann habt ihr dort, wo ihr ungefähr erwartet, dass der Kurs dreht, so ein Umkehrsignal. Kleiner Körper auf der Unterseite, langer Tail auf der Oberseite, also der Dochter oder Lunte, wie ihr das auch immer nennen wollt, auf der Oberseite, dann wäre das ein mögliches Short-Signal, da zu Short mit Erwartungshaltung, dass es runtergeht. Wer das verpasst hat oder wenn es hier in der Ecke nichts Schönes gibt zum Drehen, habt ihr immer noch das Zwischentief in der freundlichen Erwartung, dass diese Bewegung da hinten nochmal passiert. Also, das ist doch schon mal ein Angebot. Das kann durchaus sein, wenn das jetzt einigermaßen schnell geht, dass wir das sogar noch gleich im Live-Trading hinkriegen hier bis 19:30. Ich habe es jetzt ein bisschen breiter gezeichnet. Es ist durchaus denkbar, dass es eben so lange dauert, dass es erst heute in den späten Abendstunden passiert. Alles denkbar. Aber so in etwa müsste das aussehen. Gefällt mir super. Ja, so ähnlich wie hier. Kurs kam von oben, hier wackelig, Umkehrkerze, zack, in die Richtung. Idealerweise mit diesen Größenordnungen. Ja, immer dran denken, wir handeln in die starke Richtung. Ja, ein sehr sympathischer Gedanke in dem Zusammenhang. Stellt euch immer vor, ihr steht irgendwo in der Grundschule auf dem Schulhof, guckt an, Viertklässler mobbt irgendeinen Erstklässler. Ihr wettet natürlich auf den Viertklässler, wenn es in den Kampf geht. Ja, nicht mit dem Erstklässler, klingt total unsympathisch, aber immer gucken, was ist die starke Seite und dann macht ihr mit der starken Seite mit. Ja, so, das heißt, wenn die Abwärtsseite stark ist und dieses Teilstück ist stark und die Gegenseite schwach, dann passt das. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das passt doch nicht, wir hatten doch vorher diese Seite stark, richtig, aber A, ist diese Seite schwach? Ja, vielleicht schon. Aber wenn dem so ist und der Kurs wirklich jetzt massiv nach oben geht, stört ja nicht, weil dann ist das ja nicht korrektiv. Für mich ist das nicht so interessant, das kann ich euch auch genau beziffern, warum nicht. Das könnt ihr sogar selber machen. Fibonacci, Startpunkt der fraglichen Bewegung, Endpunkt der fraglichen Bewegung. Und ich hatte ja gesagt, ich erwarte 38, 50, 61, da müsste das ungefähr enden. Und wenn ihr sagt, naja, aber da war er doch schon drin. Ja, aber das war nicht korrektiv. Das war wie ein Stein fallen gelassen. Wenn ihr sagt, naja, aber dann nimm doch den Dreiweller hier. Alles gut, aber der ist wieder tiefer als die Zone. Also ihr seht, das ist ein ziemlich klarer Geschichte. Muss man gar nicht, wenn man einmal dieses verstanden hat, gar nicht so sehr ins Grübeln kommen. Merkt euch, statistisch gesehen ist es nicht schlecht, wenn er zumindest in der Nähe der 38er, der 50, der 61, 8er ist. Für mich ist die Killermarke 78,6. Die ist latent willkürlich. Man könnte auch 80 nehmen, man könnte auch 77,25 nehmen oder was weiß ich was. Aber die Wahrscheinlichkeit für diese Bewegung ist statistisch gesehen nicht mehr so hoch. Und deshalb machen wir das nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit hier in dem Bereich ist relativ hoch. Die dürfte sogar hier oben sein. Also alles auch in Ordnung. Aber wenn er zu tief geht, dann nicht mehr. So, damit haben wir eine konkrete Idee. Können wir den Trade also schon machen? Nee, warum nicht? Ja, die Korrektur fehlt doch noch. Deshalb, damit ich das sofort wieder erkenne, ich will jetzt hier nicht eine Stunde auf diesen Chart gucken und zugucken, wie das Gras wächst, sondern ich will ja informiert werden, wenn er da reinkommt. Ja, wenn er das macht, dann möchte ich gucken, ist es korrektiv oder nicht. Und damit ich jetzt hier nicht zum Chartbewacher werde, wenn ich hier rechts klicke, habe ich die Möglichkeit, einen Preisalarm zu setzen. Da kann ich, guckst du, könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Und wenn der Kurs quasi so die Unterseite dieser blauen Box erreicht, dann geht hier der Alarm los, entweder hier oben oder wenn ihr euch die App runterladet hier von XTB, die ist ja, was das angeht, super praktisch. Da müsst ihr nicht mehr in der Nähe des Schreibtisches die ganze Zeit sein. Könnt ihr dann schnell von eurer Abendbeschäftigung mal auf den Chart gucken, auf dem Smartphone oder eben dann schnell zum PC rennen, wenn euch das lieber ist. Und dann gucken, ist es jetzt so, wie ich es gesagt habe oder wie ihr euch das vorstellt oder ist es eben ganz anders und ist eben kein Trade. Wir machen das so, dass wir dann im Regelfall immer noch einen zweiten Alarm
Nochmal setzen. Wenn der Kurs jetzt doch nach unten wegfällt, müssen wir das Ding erstmal aufgeben. Denn wenn wir hier tiefer gehen als das Tief, ja, dann ist ja eben nicht korrektiv hier nach oben. Das heißt, die Idee ist da noch nicht gänzlich vom Tisch. Es ist ja denkbar, wenn der Kurs jetzt dann nochmal ein bisschen tiefer geht und danach hochwackelt, nur dann muss ich neu zeichnen. Startpunkt hier, Endpunkt hier. Das heißt, die gesamte blaue Kiste wird dann eben ein klein bisschen tiefer sein, weil ich hier neu zeichne und dann die Linien ein bisschen nach unten wackeln. Im Prinzip bleibt das Gleiche. Na, ist grundsätzlich nicht so. Ich fände es schöner eigentlich jetzt, weil das passt von diesem Fünffälligkeit ganz gut. Wäre aber auch noch in Ordnung. Es gibt verschiedene Formen, wie das Ganze enden kann. Solange das korrektiv geht, ist das in Ordnung. So, damit haben wir ihm hier eine Aufgabe gestellt. Da wird er sich jetzt bei uns melden. Ja, rufen Sie nicht an, wir melden uns. Da muss man nicht also jetzt die ganze Zeit drauf gucken. Wenn der Alarm losgeht, können wir schauen, ist das der Fall? Und dann können wir anfangen, die Order gegebenenfalls vorzubereiten, weil wir dann Informationen haben, ist das korrektiv, und eventuell Informationen haben, ob wir hier Trigger haben, um dann auch auf der Short-Seite reinzukommen. Ja, also das mal dazu. So, wir können mal ganz kurz, gehen wir doch mal auf Tesla, wenn ihr das schon vorschlagt. Übrigens, lieben Dank hier auch mit der positiven Erwähnung, das ist natürlich sehr lieb von euch. Machen wir Tesla im 5-Minuten-Chart, sagst du. Ja, da bin ich jetzt mal auch gespannt. Ah, ich sehe schon. Das ist jetzt hier im H1, also Stundenchart. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir eben gerade besprochen haben. Und hervorragend. Mustermäßig super erkannt. Das ist im Prinzip jetzt schon eine Stufe weiter. Allerdings in dem Fall jetzt für die Long-Seite, die starke Seite ist aufwärts, die schwache Seite ist abwärts, ja, weil A, B, C. Ich bräuchte jetzt also entweder hier eine Umkehr, das kann im 5-Minuten-Chart sein, wir können auch mal im 15-Minuten-Chart gucken, weil es ist immer noch korrektiv, aber wir haben hier kein Umkehrsignal. Umkehr wäre sowas, vielleicht ein schwacher Hammer jetzt hier, weil der Körper zu lang ist im Verhältnis zum Tail. Hier ist besser. Ja, und ihr seht, die laufen dann nicht für immer, aber in dem Fall haben wir ja eine Zielerwartung. Unsere Zielerwartung ist, dass das, was wir hier vorne haben, na, da habe ich jetzt was angefangen, kann man klicken, muss man aber nicht, machen wir es gleich richtig, dass diese Bewegung hier hinten nochmal passiert. Das heißt, dieses Umkehrsignal alleine sagt, es dreht um, aber gibt mir noch kein Ziel vor. Aber wenn ich hier eine Umkehr kriege, aber ja die Erwartungshaltung habe, die erste Welle ist ungefähr die Vorgabe für die Länge der dritten Welle, die vielleicht sogar noch länger ist, dann kann ich da natürlich gut einsteigen. Also wenn ich hier jetzt eine Umkehrkerze kriege, crazy geil. Die andere Alternative ist, ich kriege auf diesem Zwischenhoch hier, ich gehe nochmal auf 5 Minuten, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen, kriege ich das Einstiegsniveau. Also wenn er da drüber geht, wäre ebenfalls ein Trigger. Die Order können wir jetzt mal testhalber vorbereiten. Es gibt einen Punkt, deshalb ist es ganz gut, dass wir uns das angucken, den man in dem Zusammenhang nochmal gucken sollte. Das Pattern gefällt mir super. Allerdings seht ihr, dass der Unterschied zwischen An- und Verkauf natürlich relevanter ist auf den kleinen Zeitebenen, als wenn ihr das Ganze im Stundenchart, 4-Stunden-Chart handelt oder Tageschart. Das hängt natürlich vom Markt ab. Bei den Währungen, wir werden gleich sicherlich auch Währungen uns angucken, sind diese Spreads, diese Unterschiede kleiner. Bei den Einzelaktien können sie ein bisschen größer sein. Das hängt so ein bisschen davon ab, was für ein Markt das ist, den man da entsprechend anguckt. Behaltet das aber im Hinterkopf. Warum ist das relevant? Weil wenn ich jetzt hier rein möchte und ich werde hier getriggert, kann es durchaus sein, dass ich diesen Abstand hier noch oben drauf legen muss. Denn wenn ich hier quasi ausgeführt werde, kriege ich eventuell aber ja den Preis, der dann entsprechend dem ein bisschen höher eben darstellt. Ja, also dementsprechend, das solltet ihr mit berücksichtigen. Für uns jetzt zum Gucken, für die Übung, überhaupt gar kein Problem. Sehr gut erkannt, sehr gut vorgeschlagen. Es ist als Augentraining sozusagen mustergültig. Für die Umsetzung müsst ihr gucken, ob euch das noch gefällt. So, und das machen wir jetzt mal. Machen wir doch mal hier Hardcore. Ja, kann man diesen Trade machen? Also technisch, optisch so ja. Was wäre jetzt die Gewinnerwartung?
nehmen wir mal an, wir gehen da oben rein oder wir gehen hier unten rein, wenn wir eine Wende kriegen. Jetzt gucken wir nochmal, kriegen wir da eine Wende? Im 5-Minuten-Chart haben wir jetzt nicht so ein richtig tolles Wende-Ding. 15-Minuten-Chart ebenfalls nicht so richtig toll. Können nochmal eine halbe Stunde gucken. Ah, auch keine echte Wende. Also mit einer Wendekerze kann ich hier im Moment jetzt nicht landen. Also ihr seht, das muss nicht immer klappen, dass da eine Wendekerze ist. Aber wenn da eine ist, ist cool. Aber der zweite Trading-Ansatz geht ja auch, dass ich einfach sage, wenn ich da reingehe, dann Platz nach oben. So, wo wäre jetzt das Ziel? Mindestziel, da geht ihr auf Fibonacci-Erweiterung, könnt ihr abschätzen, erste Bewegung hoch und dann von dort aus, von dem Tiefpunkt, und wir gehen ja im Moment davon aus, dass der Tiefpunkt hier ist, die gleiche Länge nochmal, das ist die 100er-Marke. Das ist nicht, dass er die immer erreicht. Das erreicht er auch regelmäßig nicht. Aber die Chance, dass er es erreicht, wenn es dieses Verhaltensmuster ist, was ich handeln will, und nur darum geht es mir. Wenn es eh nicht das ist, dann ist es mir eh wurscht. Also wenn ich falsch liege, ist mir egal, ob er das nicht erreicht, weil er reicht es ja nicht, oder ob er das nicht erreicht, weil er reicht es ja nicht, weil ich liege ja falsch. Mir geht es ja nur darum, wenn ich mit meiner Idee, dass wir jetzt den nächsten Schub nach oben bekommen, richtig liege, wo ist dann eben die Zielerwartung? So, und dann habe ich hier oben die Marke. Ich mache das mal, damit wir möglichst wenig Linien haben. Hier wäre jetzt die Zielmarke. So. Und jetzt gucken wir nochmal, wo liegt der Stop für die Idee? Der Stop liegt einfachheitshalber unter dem Tief. Zack. Warum das? Naja, wenn es nach oben geht, will ich ja nicht fallende Tiefs haben. Also ich kann nicht sagen, nee, ich glaube, das geht nach oben. Aber wenn es nach unten geht, ist auch gut. Nee, wenn es nach oben gehen soll, brauche ich nicht nochmal tiefere Punkte. Also dieser Stop entspricht dann schon der Logik, nee, jetzt haben wir uns committed für diesen Trade, jetzt wollen wir, dass es nach oben geht, dann gehe auch nicht mehr tiefer. Man kann jetzt noch gucken, dass wir die 78er-Marke nochmal nehmen. Die verwende ich immer gerne. Das ist jetzt für den einen oder anderen, der neu dabei ist, vielleicht ein bisschen viel, aber macht euch nichts draus. Ihr könnt ja immer noch diese Marke nehmen als Überlegung. Ansonsten messt ihr den Startpunkt der Bewegung, der neuen, die ihr handeln wollt, bis zum Einstieg. Und der Einstieg liegt hier, da in etwa, beziehungsweise müsst ihr ein bisschen für den Spread da oben drauflegen. Das will ich aber jetzt noch gar nicht so arg viel, das ist gar nicht so relevant. Ihr merkt euch in diesem Fall die 78er-Marke hier. So, da man das Tief auch optisch immer leicht findet, müssen wir das nicht jetzt überglorifizieren. Ich lege jetzt diese Linie auf die 78er, damit wir die mal irgendwie gedanklich festhaben und mache die anderen Linien wieder weg, denn die brauchen wir nicht. So ist unsere nackige Idee. So einfach, so gut. Jetzt gucken wir einmal kurz die nackige Idee an. Kann man hier die Order reinsetzen? Also ich finde das Tool hier ganz klasse. Dann klicke ich einmal da, wo ich mein Entry haben will. Nur die Idee, knapp über dem Einstieg. Hier ist mein Stop, das liegt da und mein Target liegt da. So, es geht nur um die Idee. Wir müssen gleich nochmal überlegen, oh Gott, Spread. So, die nackige Idee sieht so aus, wenn ich 5 Stück kaufen würde, würde ich 12,50 Euro riskieren. Und wenn ich dann aber im Ziel bin, würde ich 34, knapp 35 gewinnen. Ja, das ist klasse. Dreimal so viel Gewinn fast. Ja, sieht man hier ja schon, dass das deutlich mehr ist. Dreimal so viel Gewinn ist super. Ich passe das jetzt mal an, dass wir hier ungefähr 1% haben von dem Konto, was wir da haben. Das heißt, ich nehme die Menge jetzt so groß, dass das so halbwegs hinhaut. 30 ist noch zu wenig. Machen wir 33, passt. Wenn ich 33 Stück kaufe, dann habe ich knapp 1%. Das heißt, 82 wäre ich dann bereit zu riskieren. Das müsst ihr euch überlegen, wie viel ihr bereit seid. Ja? Also ist jetzt keine Vorgabe, ihr müsst da 82 Euro riskieren. Ihr könnt auch sagen, nee, Rüdiger, mit den 12,50 Euro fand ich ganz gut. Das spielt erstmal keine Rolle. Aber diese Entscheidung müsst ihr fällen. Nehmen wir mal an, der Einfachheit halber 1%. So, und dann wäre von eurer Kontogröße, das kann ja höher oder weniger sein, je nachdem, wie viel ihr da eben entsprechend drauf haben wollt, dann würde ich dann 230 gewinnen, wenn ich richtig liege, wenn ich falsch liege, 82 verlieren. Gewinne ich dann immer? Nee, natürlich nicht. Gewinne ich häufig genug?
dass ich mehr Gewinn mache, als ich verliere? Wahrscheinlich schon. Ja, also statistisch gesehen ja. Aber es kann durchaus sein, dass ich 3 Minus-Trades erst mache, bevor ich dann vielleicht 2 Positiv-Trades mache. Gut, 3 mal 8, dann habe ich 240 verloren, 2 mal gewonnen, hätte ich 460 gewonnen, habe ich immer noch ein Plus gemacht. Aber damit müsst ihr rechnen. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, Mensch, das ist ja total klasse, die Idee. Da kann ich ja gar nie falsch liegen. Doch. Aber wenn ihr das mehrmals macht, dementsprechend müsst ihr kleine Summen riskieren, damit ihr auch das Geld habt und auch den Mut nicht verliert, damit ihr dann eben auch mehrere Trades machen könnt, damit das Ganze eben dann auch aufgeht. Das ist ganz wichtig. So, das ist die nackige Idee und die ist super. Ja? Also, das können wir uns mal merken. Das passt. 3:1 Verhältnis fast, nicht ganz. 2,7, 2,8:1, irgendwie so in der Richtung. Ist klasse. So, und jetzt haben wir aber einen Punkt ein bisschen außen vor gelassen, nämlich, dass es Unterschiede gibt zwischen An- und Verkauf. Und der ist unterschiedlich bei den verschiedenen Märkten und der ist vielleicht auch unterschiedlich, ob ihr im ganz kurzfristigen, wie hier jetzt 5 Minuten handelt, oder ob ihr im übergeordneten, keine Ahnung, Stundenchart oder sonst irgendwas handelt. Was kann denn jetzt passieren? Naja, wenn ihr hier einen Unterschied habt, dann ist es so, dass ihr tendenziell teurer reinkommt als dieser Marke, die ihr euch idealerweise wünscht. Und je größer der Abstand, desto größer kann der Unterschied eben sein für den Einstieg. Und deshalb müsst ihr im schlimmsten Fall das mit einkalkulieren. Und ich mache das jetzt mal, um es ein bisschen zu verkürzen, damit wir noch ein paar andere Sachen angucken können, so Pi mal Daumen, wie viel das jetzt hier ist. Das heißt, im schlimmsten Fall ist mein Einstieg hier. Ich möchte natürlich hier rein. Also meine Order sollte schon auf diese Marke hier dann laufen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wir haben den Alarm gekriegt beim S&P, da können wir gleich mal schauen. Ich klicke nur einmal ganz kurz hier drauf, also dann da, beim Stop muss ich auch gegebenenfalls ein bisschen mehr machen und Target sollte normalerweise kein Problem sein, da sollte der dann ausführen. Das heißt, wenn ich die gleichen 33 habe, muss ich aber damit rechnen, dass ich, wenn ich Pech habe, sogar mehr riskiere, weil ich eben diesen Spread habe. Je kürzer die Zeit ist, desto größer wird der Spread-Anteil an der Bewegung sein, desto nachteiliger ist es. Ist der Trade noch in Ordnung? Ja, ist immer noch okay, aber ist natürlich schlechter geworden, weil hier riskiere ich jetzt 124, das muss ich ein bisschen reduzieren, damit ich wieder meine 1% habe. Da müssen wir jetzt ein bisschen rumraten. So ungefähr passt es, 26. Da, nee, stimmt ja gar nicht, falsche Zeile geguckt hier. 24, 23... 22. So, jetzt passt das wieder. Ist immer noch ein positives Verhältnis, aber es ist halt schlechter geworden. Und wie gesagt, je kleiner ihr unterwegs seid, je größer der Marktspread ist, desto größer ist dann dieser Unterschied. Ja, bei den Indizes ist es tendenziell sehr klein. Bei Aktien kann es größer sein. Ist auch nicht bei allen Aktien gleich. Da gibt es dann Abweichungen, kann in bestimmten Marktsituationen größer sein. Da müsst ihr auch nicht schimpfen. Das ist halt so. Das betrifft alle Menschen auf der Welt. Aber ihr seht ja, wie ihr das Ganze handeln könnt. Wenn euch der Spread für die Idee zu groß wird, dann sagt ihr, geiler Trade, aber den lasse ich lieber weg. Da sind mir die Nebenkosten zu. Das ist so ungefähr, als ob ihr sagt, Mensch, ich habe einen Supermarkt, da kriege ich nochmal meinen, was weiß ich was, für 50 Cent günstiger. Geiler Supermarkt, da fahre ich hin, kaufe mir 2 Stück. Blöde ist, der ist 100 Kilometer entfernt. Das Produkt ist klasse, es lohnt sich nur nicht, weil die Kosten dafür für die Umsetzung zu groß sind. Also eine relativ einfache Entscheidung. Klasse, schön gesehen, aber in dem Fall setze ich es nicht um. Bin ich sowieso in der Nähe, kann ich sagen, geil, fußläufig 5 Minuten, klar mache ich das und spare das Ganze nochmal. Also ihr seht, das ist jetzt, klingt nach, das ist aber doof. Naja, das ist halt in der Welt manchmal so, dass manche Märkte größere, kleinere Spreads haben. Also man kann jetzt nicht zwingend bei XDB jetzt hier schimpfen, die haben teilweise sehr, sehr günstige Spreads, aber wenn der Markt halt nicht ganz kleinen Spread hat, dann nützt es hier halt auch nicht. Hier seht ihr, ist der Spread super, super klein, aber auch hier ist er nicht null, da oben könnt ihr das sehen, der ist also hier deutlich unterm Punkt, hier wechselt immer so ein bisschen und hier sind ja die Gebühren dann auch schon mit drin, also das ist jetzt hier bei der Umsetzung schon quasi mit eingetütet. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, was ihr handelt und inwieweit da bei dem jeweiligen Kontrakt das eine Rolle spielt.
So, insofern war das eine sehr schöne Übung. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das handeln kann. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber es ist natürlich nicht mehr ganz so schön auf dieser kleinen Zeitebene, wie das idealtypisch der Fall ist. Jetzt können wir aber sagen, gehe ich ein oder naja, da gucke ich, ob ich was Besseres finde. So, wir können gleich den Trade trotzdem mal kurz machen, damit wir es wenigstens übungsmäßig, ist ja jetzt keine Katastrophe gewesen, aber ist halt nicht mehr ganz so sexy, wie er wäre, wenn das ein bisschen enger wäre. Wir sind etwas tiefer hier geraten. Es hat sich nichts Schlimmes verändert, nur dass ich jetzt natürlich ein neues Tief habe und dementsprechend meine Zeichnung ein bisschen anpassen muss und dann den Alarm hier ebenfalls dann ein bisschen anpassen sollte. Und ich setze mal auch hier wieder auf der Unterseite einen neuen Alarm. Ich brauche jetzt hier auch keinen Text einzugeben. Kann man natürlich machen, muss man nicht, dass ich informiert werde, wenn es da nochmal tiefer geht. So, wir gucken uns gleich die Indizes nochmal an. Jetzt machen wir ganz schnell mal Butter bei die Fische, was den Tesla angeht. Dann haben wir das übungsmäßig mal drin. Also ich handle Tesla normalerweise nicht im 5-Minuten-Chart. Es gibt hier noch ein anderes Ding, was ich jetzt nicht optimal finde. Warum? Naja, eigentlich, wenn das die fertige Korrektur ist, würde ich doch jetzt erwarten, dass wir jetzt steil nach oben gehen. Im Moment gibt er sich ganz langsam Mühe da. Das ist nicht ganz optimal. Trotzdem können wir diese Order im Moment mal vorbereiten. Das machen wir auch wieder mit dem Alarm. Das machen wir jetzt mal übungsmäßig nochmal. Also Einstieg hier. Ich mache trotzdem meinen Trigger, setze ich entsprechend hier auf die Oberseite, muss aber dann damit rechnen, dass ich quasi um dieses Ding hier früher rein gehe. Also insofern ein bisschen was on top ist da nicht so schlecht. Stop-mäßig würde ich im Normalfall dann eben entsprechend ebenfalls ein bisschen tiefer setzen und das Target hier. Das könnte man jetzt noch genau eben ausrechnen, wie viel Cent ist das, wie viel muss ich dann da eben aufschlagen. Das sparen wir uns jetzt allerdings, damit wir jetzt nicht zu viel Zeit in diesen einzelnen Trade da rein verwenden. Einfach, dass wir das vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen mitverfolgen können, als übungsmäßig. Nee, das war jetzt zu viel. Ich wollte 23 mal versuchen. Ja, 23 können wir da auch noch machen. So. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Ja, das passt. Bestätigen. So. So, also damit haben wir das Ding jetzt fertig. Wenn der Kurs, was ich jetzt im echten Leben mache, das ist, gerade wenn man das beruflich macht, ist ja Kontrolle immer besser, setzen wir immer noch gerne ein paar Alarme mit hin. Wenn der Kurs nach unten geht, muss ich es ja wieder anpassen. Das heißt, ich setze immer noch mal einen Alarm, informiere mich, wenn du nach unten gehst. Und ich setze mir immer noch mal einen Alarm oder wir setzen uns den Alarm kurz vor den Einstieg hier. Also kurz vor den Einstieg, dann kann ich nämlich gucken, ob mir das wirklich noch gefällt. Dann kann ich ihn jetzt wursteln lassen, wenn er da jetzt schnell durchgeht, ist super. Nur stellt euch vor, der macht jetzt als nächstes irgendwie sowas hier. Mal gucken, was ist hier irgendwie so hier, eiert hier ewig rum. Finde ich dann diesen Einstieg immer noch gut oder nicht? Wenn hier dann der Alarm losgeht vorher, dann kann ich sagen, ich gucke nochmal schnell drauf. Könntet ihr zum Beispiel auch auf Smartphone machen oder auf Tablet oder wo auch immer ihr das gucken wollt. Da müsst ihr ja keine riesen Show machen. Da ist nur einmal ein kurzer Blick drauf. Ist das noch das Bild, was ich erwarte oder eben nicht? Und wenn es das nicht ist, dann kann ich sagen, gut, dann cancel ich das halt und mache lieber eine andere Geschichte. Ja, das muss man so nicht machen. Der Trade geht theoretisch alleine. Ihr habt ja die Order reingesetzt. Aber für uns ist das immer nochmal so ein bisschen eine Zusatzsicherheit. Ich meine, dafür haben wir ja die Alarme, dass wir dann uns nochmal informieren lassen könnt. Ja, wenn ihr Kinder habt, könnt ihr natürlich auch sagen, so, die nächsten 2 Stunden guckst du da drauf und rufst mich. Aber dafür hat die Technik ja die Alarme erfunden, damit ihr das eben einfacher lösen könnt. So, jetzt gucken wir nochmal bei den Kollegen der Märkte hier. Die habt ihr auch noch ein bisschen was gewünscht. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Da war noch so eine Nachfrage, könnte das noch tiefer gehen hier? Ja, das ist durchaus denkbar, dass es bei Tesla auch nach unten geht. Deshalb, wenn es tiefer geht, werden wir aber ja nicht getriggert. Also insofern ist das Ding dann erstmal vom Tisch. Jetzt im Moment würde ich aber die Short-Seite nur dann machen, wenn er wackelig hochkommt. Aber das haben wir noch nicht gesehen, deshalb lassen wir das. So, bei ihm hier ist nach wie vor, wenn er da wackelig hinkommt, finde ich das mega geil. Im Moment hat er das nicht. Gucken wir mal, was der Nasdaq macht, wie das da aussieht. Ebenfalls 5-Minuten-Chart. Hier ist es nicht ganz so schön.
Ihr seht, das war hier der höchste Punkt. Starke Abwärtsbewegung, Gegenbewegung. Soweit bin ich noch voll im Bild. Und dann sind wir allerdings nur noch so kleine Gegenbewegungen. Das heißt, ich glaube, dass wir hier idealerweise noch was mehr brauchen an Bewegung. Ich versuche das mal hier so ein bisschen darzustellen. Nämlich erste runter, Korrektur. Jetzt vielleicht die dritte runter, nochmal so eine Korrektur, eine vierte. Das ist jetzt natürlich Fantasie. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob er das so macht. Nur wenn er das so macht, hätten wir hier unseren Fünfweller runter und wackelig hoch, würde ich wieder auf der Shortseite gucken. Also ihr seht, hier fehlt mir noch ein ganzes Stück. Das heißt, für mich ist der US 100, das ist ja der Nasdaq 100, der hier dann abgebildet wird als CFD, ist nicht relevant im Moment. Damit kann ich im Moment nichts anfangen. Wenn er das so macht, wie ich es jetzt gezeichnet hätte, gerne. Eine andere Alternative, wenn er das noch besser, wenn er das als nächstes so macht, auch gerne. Welche Richtung dann? Ja, long. Weil dann wäre ja die starke Richtung aufwärts, die schwache Richtung abwärts, zwischen hoch oder wenn hier eine Wendemarke ist, wäre das ebenfalls dann die Geschichte. So, also insofern spannend, aber Nasdaq 100 im Moment nicht für mich ausführungstauglich. Nicht in diesem Moment, nicht im kurzfristigen. Ja, wie gesagt, das längerfristige oder auf längere Stunden, das will ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht unbedingt machen. Gucken wir dann lieber noch mal ein paar andere an, die wir vielleicht ein bisschen kürzerfristig reinbringen. So, also das wäre etwas, was man machen kann. So, der ist aber beschneidend, der Nasdaq. Also es kommt jetzt darauf an, auf was du den Kontakt, das Ding hier beziehst. Also dieser Anstieg, wenn er so passiert, wie ich ihn hier hätte, wäre ja nicht überschneidend. Oder ich könnte ihn nochmal alternativ zeichnen. Der könnte ja auch so unter der Lupe aussehen. So, dann wäre also der Anstieg nicht überschneidend, abwärts wäre überschneidend und wir würden diese Long-Seite handeln wollen. Und die Abwärtsseite, vermutlich meinst du das auch damit, und damit liegst du völlig richtig. Also das finde ich nicht attraktiv, diesen hier, diesen. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Korrekturgröße und die ja nicht wirklich in der gleichen Liga spielen. Deshalb ist meine Vermutung eher, wenn mich das wirklich für die Short-Seite nochmal attraktiv machen soll, also nicht mich attraktiv, sondern den Markt attraktiv machen soll, dass wir dann das, und dann kann er hier im Kleinen machen, was er will, so halbwegs, dann kriegen wir hier nochmal eine Gegenbewegung, die dann nicht überschneidend ist, und dann macht er das, dann sind wir fünffällig runter und dann soll er hochwackeln und dann wäre das der entsprechende Short. Sorry, ist ein bisschen komisch von der Zeichnung, aber ihr seht schon, das soll der korrektive Teil dann sein für nochmal Short. Ist so ein bisschen Picasso-mäßig. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Aber in diesem Moment nichts umsetzbar. Deshalb wollen wir mal weitermachen. Ihr habt ja auch noch ein paar Wünsche hier. Nicke können wir auch noch mal angucken. Das machen wir vielleicht so als Bonus zum Schluss. Aber wir gucken gleich auch noch mal viele Wünsche, die ihr hier noch mal habt. Gold, Euro gegen Schweizer Franken zum Beispiel. Boeing ist vielleicht interessant. Würde ich auch gerne mal einen Blick drauf werfen. Das ist vielleicht nicht im Minutenchart dann was, aber gucken wir dann auch gleich noch mal drauf. So, dann haben wir hier, das ist US 30. Ganz kurzer Hinweis nochmal für diejenigen, die jetzt XDB nicht kennen. Was ich an XDB schätze, ist, wir Insti-Händler handeln ja im Regelfall die Futures. Müssen wir, das hat teilweise legale Gründe, also das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, welche Produkte dürfen gehandelt werden, für welche Aufgabe und so weiter. Jetzt als Privater ist das natürlich immer nicht so doll mit den Dingern, da ist ein CFD viel sinnvoller, aber XDB hat sich dazu entschieden, die Kurse anzupassen auf die Future-Kurse. Das heißt, die Preise sind quasi direkt vergleichbar, nicht wie bei vielen anderen Brokern, die dann abweichende Preisniveaus haben, wo man dann immer erst überlegen muss, okay, die haben jetzt also immer so 15 Punkte höher oder irgendwie was, also das variiert dann teilweise. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Das mag ich hier sehr gerne, dass ich sagen kann, ja gut, wenn ich das hier in meinem Future-Kurs sehe oder wenn ihr irgendeinen Artikel lest oder irgendwie was von irgendjemandem, der das eben hauptberuflich macht und dementsprechend auf dem eigentlichen Hauptmarkt unterwegs ist,
dann seid ihr, die grinsen könnt und sagt, ich muss das nicht mehr umrechnen wie die anderen. Also das klingt ein bisschen frech, aber tatsächlich, ich mag das ganz gerne, dass das hier dann der entsprechend richtige ist. So, Minute ist ein bisschen arg kurz, vielleicht bleiben wir mal im 5-Minuten-Segment hier, zumal da war ja jetzt eh nur Gewackel. Ich muss allerdings sagen, hier beim Dow reizt mich jetzt nicht. Die Abwärtsseite sieht insgesamt sehr wackelig aus, mit Gegenbewegung, Überschneidung. Das nächste, was mich hier reizen würde, müsste irgendwie wahrscheinlich so aussehen. Also es ist keine Ansage, dass das passiert. Aber falls er jetzt das macht und das, dann sind wir wieder Freunde. Dann habe ich wieder Bock drauf. Es kann aber sein, dass er jetzt erstmal hier irgendwie was macht. Aber wenn er das macht und das, dann kann ich mich für ihn begeistern. Vorher ist alles Abwärtsbewegung erstmal saudoof. Das heißt, ich lasse ihn jetzt so lange gewähren, bis er den starken Anstieg macht und den Rest machen wir dann wieder, wie wir es bei Tesla angeguckt haben, wie wir es umgekehrte Richtung beim S&P angeguckt haben, dann ist das gleiche Prozedere. Manchmal kriege ich immer geschimpft von einigen Zuschauern, die sagen, es ist immer das Gleiche. Das ist völlig richtig. Das kennt man aus dem Beruf ja auch, dass ihr in der Regel immer wieder das Gleiche macht. Ist ja nicht so, dass ihr, wenn ihr bei irgendeiner Kfz-Schmiede seid, ihr sagt, heute machen wir mal Traktoren. dann werden halt nochmal 50 vom Band gelassen. Und das ist beim Traden auch nicht anders, wenn ihr sagt, ich habe einen Handelsansatz. Ihr müsst es ja nicht genauso machen, wie ich das mache. Ich kenne einige, die das, also wir machen das ja relativ hardcore-mäßig so, die sagen, ich nehme das als einen Filter oder ich nehme das, aber ich nehme eben diese Umkehrkerzen oder vielleicht noch einen Indikator für eine Wendeanzeige mit dazu. Das geht ohne weiteres. So, dann machen wir mal eben Boeing. Boeing ist vielleicht nicht so uninteressant. Da muss ich mal gucken, ob ich hier ordentliche Kurse kriege. Ich bin ja im Moment unterwegs, wie ihr wisst. Oder vielleicht erahnt, wahrscheinlich ist der Klang auch ganz anders. Deshalb ist alles bei mir anders. Ich hoffe, das Bild auch gut erkennbar ist. Also hier zum Beispiel 5 Minuten, da seht ihr, ist der Spread natürlich ganz schön groß. Der Spread ist gar nicht groß. Also der Spread ist hier gerade 5 Cent. Der ist nur deshalb so groß, weil jetzt hier Boeing auf diese... Nee, das ist auch gar nicht Boeing, das ist UK, ist auch nicht Boeing. Wollte doch gerade sagen, da stimmt doch was nicht. Ah nee, das ist BAE sowieso hier. Siehste? Trau keinem ohne Haare. BA, ich bin doch nicht bescheuert. Den nehmen wir jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, irgendwie passt das auch nicht mit den Preisen. Also ich wusste, dass Boeing deutlich abgestürzt war. Da fallen ja die Türen so ein bisschen raus. Aber 11 fand ich jetzt auch überraschend. Ich wollte aber nichts sagen. Ja, dann bin ich beruhigt. Na gut, also. Ganz kurzfristig, glaube ich, müssen wir da jetzt nicht gucken. Hier ist im 5-Minuten-Chart jetzt natürlich nichts zu machen. Spread ist jetzt kein Riesendrama. Es sind jetzt keine vielen Cent. Ja, das ist also ganz... nicht untypisch jetzt für so eine Aktie. Aber ich denke mal, da sollte man vielleicht dann tatsächlich eine Nummer größer mal gucken. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ich eine Aktie wie diese habe, weil ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt sagen, Mensch, aber jetzt sind die so stark gefallen, kann man da nicht kaufen. Die Idee finde ich grundsätzlich gut, aber never catch a falling knife, greife nicht ins fallende Messer. Ihr müsst immer dran denken, lass die anderen die Drecksarbeit machen. Das kennt ihr aus dem Privaten ja auch. Das heißt, die anderen sollen anfangen, den Markt zu drehen. Und wenn die anderen das geschafft haben, sagt ihr, nee, ich bin dabei, ist kein Thema. Aber versucht ihr nicht, den Markt zu drehen. Fangt ihr nicht an, auf der tiefsten Stelle, am Ende kapieren es die anderen nicht und verkaufen weiter. Und dann habt ihr teuer gekauft und der Markt fällt wie ein Stein weiter. Macht das nicht. Lasst euch zeigen, dass der Markt wirklich drehen will. Im Moment muss man nämlich ganz klar sagen, dass die Abwärtsseite stark ist. Schwupp, die sieht sehr nach dem Impuls aus. Wenn es sogar nur wackelig hochgeht, habt ihr eine Idee, in welche Richtung ich unterwegs bin. Short. Warum nicht jetzt short? Naja, weil früher oder später brauchen wir die Korrektur. Und wenn ich jetzt shorte noch und dann kommt die Korrektur, bin ich am blödsten Punkt wieder rein. Ich will immer einen guten Ausgangspunkt. Und wenn ich keinen sehe, dann muss ich es halt abwarten.
Wenn ihr unbedingt kaufen wollt und es gar nicht verknusen könnt, nicht dabei zu sein, dann wartet zumindest darauf, dass ihr irgendein Umkehrsignal kriegt. Wieder so ein Shootingstar oder in dem Fall, weil es natürlich die Unterseite ist, ein Hammer. Oder irgendein anderes Signal, was ihr in dieser Art eben habt. Also so wie hier. Ja? Das ist dann hier eine Hammer-Version. Kleiner Körper, langer Tail, doppelt so langer Tail oder länger auf der Unterseite. Das ist ein Wendesignal. Aber, genau wie ich es eben gesagt habe, dieses Wendesignal sagt dann nicht, jetzt klettert er auf 1000, sondern dieses Wendesignal sagt, vorläufig geht es hoch, wie weit, keine Ahnung. Wir haben keine Ziele. Das heißt, wenn er sich entfernt vom Einstieg, stopp, nachziehen und dann soll er mal machen. Wenn er dann wieder fällt, da fliege ich dann mit plus minus null ungefähr raus. Und wenn er weiter klettert, dann sage ich, ich habe es immer gewusst. Ja, also so seid ihr raus aus dem Risiko dort. Macht das. Also hier jetzt blindlings reinzukaufen, super gefährlich. Jetzt hier blindlings shorten, naja, jetzt haben wir hier ja eine Unterstützung. Ja, aber wenn eine Unterstützung ist, kann ich kaufen. Nee, wir wissen ja nicht, ob da was passiert. Aber die Gefahr besteht, dass da was passiert. Ein bisschen ist das für euch Autofahrer wie eine Nebelbank. Wenn was passiert, dann ist hier kritisch. Aber ich weiß ja nicht, ob in der Nebelbank was passiert. Das ist also jetzt nicht eine Vorhersage, da ist eine Unterstützung, da dreht der. Bitte fangt damit gar nicht erst an, weil viele sagen, ja, aber es klappt doch immer. Nee, klappt nicht. Hat ja hier auch nicht besonders gut geklappt. So von wegen, ja, da dreht er dann wieder an der Stelle. Und hat hier auch nicht gut geklappt. Ja, da dreht er. Ja, da war er mal einen Tag ein bisschen höher. Ja, danke. Ja. Also 40% nochmal verloren oder wie viel? Nee, wie viel waren das? Ach Gott, fragt mich nicht. Nicht ganz so viel. Aber egal. 20% verloren. Aber gut, wenn man Kopf rechnen kann. Zumindest im zweiten Versuch dann. So, also insofern, das macht nicht. Das lasst mal außen vor. Spannender Titel. Drücken wir Boeing die Daumen. Für alle die Luftfahrtbegeisterten natürlich nicht so doll. Für all die Aktienbegeisterten auch nicht. Also im Moment kann man eigentlich da nicht wirklich was Gutes da rauslesen aus der ganzen Geschichte. So, wenn wir schon gerade hier sind, dann machen wir doch gerade mal die Schweizer Euro gegen Schweizer Franken. Und guck mal, wie es hier aussieht. Ich gebe euch mal eine Sekunde zum Draufgucken auf Tagesebene, was ihr für eine Idee habt, wenn ihr da drauf guckt. Also mir fällt auf, wir sind im Abwärtstrend. Also dafür muss man nicht studiert haben, das erkennt man. Wir sehen auch, dass die Abwärtsseiten durchaus recht stark sind. Also die ist relativ stark, die ist relativ stark, die ist relativ stark. Wir hatten allerdings auch mal eine starke Aufwärtsseite. Aber irgendwie sind häufig die Aufwärtsseiten dreiwellig oder irgendwie anders korrektiv. Also irgendwie, wir sind auf Tagesebene, wir gucken gleich nochmal kürzerfristig. Habe ich noch nicht richtig den Dreh gesehen hier für, ja, das sieht jetzt nach einem tollen Kauf aus. Da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich muss sagen, wenn, suche ich eher auf der Short-Seite. Ja? Jemand hat jetzt gerade geschrieben, sehe ich hier, vierte Welle. Der Verdacht ist absolut berechtigt, denn zumindest mal diese hier und diese sind gleich groß. Das heißt, wir hatten hier schon eine Korrektur und hier, da ist der Verdacht groß. Erste abwärts, zweite hoch. Dritte abwärts, vierte hoch und da kommt nochmal eine fünfte Welle hinten dran. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Aussage vierte Welle, weil das ist ja nicht zwangsläufig der Start. Wir kamen ja von oben. Trotzdem ist der genannte Verdacht gar nicht so unbegründet, denn die vorherige Korrektur, egal ob diese oder die, ist so viel größer als die, dass es wohl recht typisch wäre, dass irgendwas, also ein Teilstück der Abwärtsbewegung hier ist und die Welle, die von hier begonnen hat, gerade wohl in der vierten ist. Also der Verdacht besteht und weil das recht korrektiv aussieht, jetzt erkennt ihr gar nichts mehr, ich mache das mal weg, weil das hier relativ korrektiv aussieht, ist die Long-Seite nicht so toll. So sieht es im Tageschart aus. Gucken wir nochmal im Stundenchart. Gehen wir mal ein bisschen into the nitty-gritty hier. Gucken mal, wie das dann aussieht hier, ins Eingemachte gehen hier. Ja, sieht tatsächlich nicht so doll aus. Es geht ja hoch, gar keine Frage, aber viele Gegenbewegungen, alle irgendwie überschneidend. Allerdings muss man eins dazu sagen, sie sind alle
zumindest mal kleiner werden. Tiefster Punkt ist hier, größte Korrektur ist die. Die nächste Korrektur ist überschneidend, ist aber kleiner, also ist von der Höhe kleiner. Die nächste Korrektur ist überschneidend, aber noch kleiner. Warum erwähne ich das so? Es ist durchaus denkbar, dass es Überschneidungen gibt, dass ihr sagt, das ist die erste, das ist die zweite. Jetzt sind wir in der dritten. Das ist die erste der dritten, das ist die zweite der dritten. Jetzt sind wir in der dritten der dritten. Das ist die erste der dritten hoch, der dritten der dritten, die zweite der dritten der dritten, die dritte der dritten dritten. Ich verhaspel mich schon, aber ich hoffe, ihr kriegt ungefähr mit, was ich hier meine. Ihr seht, wir sind hier auf verschiedenen Wellengraden. Diese beiden passen zusammen, diese beiden passen zusammen und diese beiden passen zusammen. Das geht deshalb, weil die ist größer, die ist kleiner werden, die ist kleiner werden. Alle drei sind überschneidend, aber weil sie kleiner werden, ist dieses Bild absolut möglich. Ja, das ist jetzt sehr doof, weil wir haben doch eben gesagt, es geht nochmal runter. Ja, denkbar. Schick ist aber, wenn es runtergeht, müsste er hier durchgehen. Also durch dieses Tief hier. Diese Überlegung, die ich hier gebracht habe, da geht er aber weder hier durch, noch da durch, noch da durch. Das heißt, da seht ihr, wie wichtig das ist mit den Triggern. Also nicht einfach hier massiv, ach komm hier, was kostet die Welt, ich gehe short, sondern sagen, nee, ich möchte das gerne bestätigt wissen. Ja, einmal Blick in die Runde, wollt ihr wirklich alle short? Ja, dann mache ich mit. Ja, denkt dran, Börse ist ein Mitmachspiel. Nicht versuchen, hier besser zu sein als die anderen, sondern sagen, was macht ihr eigentlich gerade? Okay, dann komme ich mal mit. Das klingt immer gut. So, also insofern wäre dieser Short-Trigger für diese Abwärtsseite, für die vermeintliche oder angedachte fünfte Welle, eine Idee für nochmal abwärts. Da können wir gleich mal einen Trade mal überlegen, wie der dann aussehen müsste. Falls es doch dieses Bild wäre, da spricht ein bisschen was dafür für den Anstieg hier, aber tun wir mal so, als ob, dürften ja diese Unterseiten auch nicht mehr getriggert werden. Also dieser Trigger, das entspricht ja dann quasi diesem hier. Ja gut, und damit bin ich wieder auf der besseren, auf der sinnvolleren Seite. Ja, also das, damit müsst ihr immer rechnen, das kann durchaus passieren, dass es Überschneidungen gibt, wenn sie gleich groß sind oder sogar größer werden, hier an der Stelle, nicht so gut, latent gefährlich. Wenn es aber wie hier, größte Korrektur, kleinere Korrektur, noch kleinere Korrektur, 1, 2, 3, 4, 5, noch kleinere Korrektur, alles gut, dann könnte das eine 1 sein, das eine 2. Wir sind in der dritten Welle, erste der dritten, zweite der dritten. Wir sind in der dritten der dritten, erste der dritten, zweite der dritten und so weiter und so fort. Ja, aber wichtig, kleiner werdend. Denkt dran, Short Trigger wäre das. So, wie würde dann der Trade für die Short-Seite aussehen? Naja, wenn das jetzt wirklich die vierte ist, wäre ein möglicher Trigger, wenn wir eben dieses Tief durchstoßen. Wenn wir da durchgehen, ist das erstmal nicht so toll für die Long-Seite mit dieser Überlegung, dieser kleineren, kaskadierenden, überschneidenden Bewegung. Also Short-Trigger wäre hier in Ordnung. So, wenn ich jetzt da short gehe, was wäre denn mein Ziel? Und jetzt ist das Problem, fünfte Wellen laufen nicht mehr zwangsweise so lang. Wir hatten gesagt, das ist die erste Welle runter, das ist die zweite Welle, das ist dann die dritte Welle, hier die vierte Welle. Das heißt, als Mindestziel für die fünfte Welle kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir das nochmal erreichen, dass wir nochmal tiefer gehen. Sonst wäre die fünfte Welle zu kurz, dann ist das eine sogenannte abgeschnittene fünfte Welle, truncated fifth, Versagerwelle, gibt es verschiedene Begriffe dafür. Das ist mein Mindestziel. Das kann durchaus deutlich tiefer gehen, aber das wissen wir noch nicht. Aber darunter erstmal realistisch. Das heißt, damit ich überhaupt erstmal eine Idee habe, wäre der simpelste Trade, ich gehe short hier, hier seht ihr, dass auch der Spread keine große Rolle spielt. Ich will ja nicht mehr, dass es weiter klettert, mache den Stop da oben drüber und mein Target mache ich quasi auf da unten drunter. Das ist zwar dann Minimumansage, aber diese Minimumansage, die hätten wir dann. So, wenn das hier so halbwegs stimmt, ist es natürlich so ein bisschen fraglich, weil ihr seht, ja, das ist ja eine 50-50 Chance. Stimmt das? Habe ich das wirklich genau so getroffen? Ich mache das nochmal mit der gelben Linie. Ich hätte das optisch jetzt anders geraten. Deshalb Verdacht, falsche Eingabe. Ja doch, das ist ziemlich mittig. Und da seht ihr, dieser Einstieg, dieser Stop, dieses Target. Die Idee ist super.
Aber lohnt sich das? Hier habe ich jetzt sogar leicht noch ein bisschen anderer Punkt gesetzt. Es ist nahezu identisch. Jetzt nicht wegen der 7 Euro hier da aufregen. Die Menge ist natürlich zu groß, weil wir haben ja gesagt, 1%, also sprich 90 Euro oder was es ist, das würden wir also noch so anpassen, dass das hier so halbwegs passt. 0,1 oder 0,11, irgendwie sowas in der Richtung. An Menge, damit ich eben mein Risiko habe, was ich eben gerne hätte. Ist das eine gute Idee? Es ist für mich nicht ausreichend, weil ich habe ähnlich großes Risiko wie Chance. Und wie hoch ist jetzt die Trefferquote? Ich weiß, dass viele sich wünschen, naja, ja, du bist auch Profi, Rüdiger, die Trefferquote 99% oder 98%. Du bist ja schon so lange im Geschäft. Und ich bin wirklich lange im Geschäft. Ich mache es seit 30 Jahren. Institutionell erst seit, naja, Ende der 90er. Aber trotz alledem ist die Trefferquote damit nicht bei 90 oder 95%, sondern sie liegt vielleicht bei 60%. Ist auch nicht schlecht. Ja, wenn ich das jetzt mal ausrechne, 60%, aber 50-50 vom Gewinn- und Verlustseite, da bleibt zu wenig hängen, als dass das der Trade Spaß macht. Das heißt, die Logik ist klasse, toll fürs Verständnis, aber zum Mindestziel ist es für mich zu wenig. Natürlich kann man sagen, naja gut, Rüdiger, ich muss ja nicht am Mindestziel raus. Ich kann ja meine Tage tiefer setzen. Wir haben eine realistische Chance, dass es auch noch tiefer geht. Und dann ist das Verhältnis besser. Das kann man machen. Ich handle grundsätzlich nie aus der vierten Welle raus nach dieser Methode, weil das häufig schlechtere CRVs, also diese Chance-Risiko-Verhältnisse gibt. Und deshalb versuche ich lieber dritte Wellen zu handeln. Also dann lieber das Ding in Erwartungshaltung, dass sich das hier fortsetzt. Weil da habe ich diese 1-zu-1-Relation. Und dritte Wellen passieren häufiger, regelmäßiger. Warum? Weil ein Fünf-Welle hat 3 Wellen, aber ein 3-Welle hat halt auch 3 Wellen. Aber eine fünfte Welle gibt es halt nur im Fünf-Welle, nicht mehr im 3-Welle. Das heißt, ich habe da schon weniger Chancen, weil es gibt ja Szenarien, oh, der läuft ja gar nicht 5. Wenn ihr das aber trotzdem macht und das Ziel tiefer setzt, das geht, dann solltet ihr aber spätestens, wenn ihr diese Marke erreicht, den Stop so nachgezogen haben hier, dass ihr quasi kein Risiko mehr habt. Es muss jetzt nicht ein Riesengewinn sein, aber dass, wenn es dann hier das erreicht, Mensch, Rüdiger, klasse, und dann dreht, dass ihr dann nicht sagt, ja super, aber dann noch volles Minus gehabt. Wenn ihr dann hier ausgestoppt werdet, sagt ihr, ja gut, hätte ich mir auch sparen können, aber ich habe halt nichts verloren. Könnt auch einen Stop ein bisschen enger nachziehen, dann habt ihr halt da noch einen Apfel und ein Ei zusätzlich gewonnen, aber das sind dann die sogenannten Döner-Trades, wenn es nicht klappt. Ja? Wobei Döner-Teller ja auch immer teurer wird. Na gut, also ihr seht ungefähr, worauf das hinausläuft. Ich finde die Abwärtsseite besser. Es gibt aber noch eine Alternative, wie man das handeln kann. Die will ich jetzt nur grob mit euch kurz angehen, weil das Prinzip werdet ihr sagen, ja, den kennen wir doch jetzt schon. Nämlich, wenn der Kurs jetzt Schub runter macht, wackelig hoch, auf einer kleineren Ebene, das ist jetzt ja Stunde, wenn er das im Viertelstundenchart, Halbstundenchart oder irgendwie anders so macht, dann ist das ja wieder die erste, ist das wieder die dritte. Und dann kann ich sagen, muss ich hier dann Gewinne mitnehmen? Denn wenn mein Gewinnziel ja hier liegt, aus dieser 1-zu-1-Relation, bin ich ja auch unter dieser Marke. Aber wenn ich da drunter bin, dann ist ja mein Ziel hier. Das heißt, ich gehe nicht hier raus, sondern mache mein Gewinnziel hier. Das heißt, wenn das passiert, habe ich diese Stop-Höhe und dann aber diese Gewinnhöhe. Und dann wird das Ganze wieder sehr attraktiv. Also ihr seht, das ist eigentlich die Aufgabe des Händlers, ist nicht rumzuraten, was er jetzt als nächstes tut. Das weiß ich ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass sich das viele immer wünschen und sagen, ja, Rüdiger, das musst du doch wissen, was er tut. Nein, ich weiß es einfach nicht. Die Chance, dass wenn es einen Anstieg gibt und anschließende Korrektur in den mittleren Bereich, dass danach das nochmal kommt, ist so hoch, dass man das, wenn man das sieht, sehr gerne handeln kann. Wenn ihr das nicht seht, dann müsst ihr es auch nicht handeln. So. Aber wenn ihr es seht, lohnt sich das Ganze, wenn ihr es so gestaltet, wie wir das jetzt gemacht haben. Und wenn es sich nicht lohnt, dann sagt ihr, geil, aber nicht für mich. Ja, also merkt euch das. Versucht dann nicht, ja, aber ich muss doch hier irgendwie. Nee, gar nicht. Ja, also nein, dann nicht. Ja? Denkt dran, die wollen ja euer Geld, dann sollen sie es auch ordentlich machen. Viele denken immer, ja, aber ich bin der Unterlegene, weil ich habe ja nur ein kleines Konto und ja, und dann die großen Profis da und alle.
die wollen auch nur, dass ihr Geld in den Markt, die wollen nicht jetzt euer Geld, keiner ist an euch interessiert spezifisch. Man denkt dann immer, ja, ja, der Markt hat nur auf mich gewartet. Das ist Quatsch. Jeder Einzelne ist völlig uninteressant dort. Aber wenn ihr dem Markt Geld reingebt, dann soll er auch sich die Mühe machen, euch schöne Bilder zu zeichnen. Und wenn die Bilder nicht gut sind, dann sagt ihr, also so dreckig, wie der Teller hier schon aussieht, bestelle ich das Schnitzel oder den Salat bei euch nicht. Macht's schön, dann bin ich mit dabei. Oder macht's nicht schön, ist auch nicht schlimm, aber dann bin ich halt nicht bei euch mit dabei. Also insofern ist da so eine gewisse, naja, darf man sagen, Arroganz, aber dass man eben sagt, ja, muss ich ja nicht, ist durchaus angebracht. Gold war noch mal eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Gold übergeordnet oder nicht. Ich will jetzt nicht zu übergeordnet. Gut, wir haben ja immerhin schon mal so ein bisschen jetzt tradingmäßig was gemacht. Aber mal eine kurze Einschätzung dazu noch mal. Das können wir gegebenenfalls noch mal auf einer größeren Ebene. Eurobund ist auch eher was für die etwas größere. Können wir gleich mal gucken, noch, wenn die Zeit noch nicht vor haben eigentlich. Da sind nämlich schon eigentlich am Überziehen. Aber 5 Minuten müssen wir noch. Aufzeichnung war nochmal die Frage, weil ihr könnt es auf 2 verschiedenen Quellen jetzt sehen. Ihr könnt das im YouTube-Kanal finden, entweder in meinem YouTube-Kanal oder aber natürlich beim XTB-YouTube-Kanal. Tipp, abonniert beide, dann verpasst ihr auf keinen Fall was. Es gibt auch andere viele interessante Inhalte. Ich bringe regelmäßig Inhalte mit Updates zu den aktuellen Marktsituationen. Solltet ihr nicht verpassen. Das wäre schade drum und XTB ist ja sehr engagiert auch. Es gibt ja andere Vorträge hier oder andere Webinare hier von XTB. Das heißt, wenn ihr noch mehr sehen wollt oder mal was anderes hören wollt, schaut euch die natürlich auch an. Aber seid halt immer dienstags abends hier, damit ihr das hier nicht verpasst. So, jetzt gucken wir mal Gold an. Gold im Stundenchart jetzt beispielsweise. Ich hatte hier bei Gold so ein bisschen einen fröhlichen Verdacht. Und zwar, als der Chart noch so aussah, war ich total gut drauf. Denn wir haben einen relativ starken Anstieg gehabt. Ich hatte vermutet, erste runter, also A, B, die C nochmal short hier runter handeln. Und dann haben wir hier eine 3-Welle runter. Dann hätte ich dieses Zwischenhoch für einen Long-Einstieg genommen, um das nach oben zu handeln. Soweit die Fantasie. Also ihr seht, das passiert nicht immer, dass das so ist, wie ich das jetzt blau zeichne. Also bitte geht nicht davon aus, das hat er so gemalt, so wird es passieren. Sondern geht davon aus, das hat er so gemalt, wenn es so kommt, weiß er, was er tut. Oder umgekehrt für euch, wenn ihr sowas dann für euch reinmacht, dann sagt ihr, wenn es dann so kommt, wie ich es jetzt eben gemacht habe, dann weiß ich, was ich tun soll. Machen mir die blöden Typen da draußen das nicht so im Markt, dann kriegt ihr nicht mein Geld. Dann gehe ich zu den Jungs und Mädels bei Silber oder bei Erdgas oder bei Öl oder bei was weiß ich, was auch immer. So, also insofern, hier muss ich sagen, im Moment ist die starke Seite eher abwärts. Ich würde auch hier eher mal gucken, ob wir wackelig hochkommen. Können wir mal ganz kurz gucken im kürzeren Segment, ob das hier noch besonders auffällig ist. Eigentlich wollte ich ja ganz viele mit euch scannen. Na, wir verschieben das immer auf nächste Woche. Ihr sagt mir welche. Naja gut, ich habe es ja gemacht. Müssen wir nächste Woche, werden wir noch mal so ein bisschen, will ich mit euch mal Hardcore-mäßig ganz, ganz viele Titel im 5-Minuten-Chart. Einfach zack gucken, nee, zack gucken, nee, zack gucken, trade. Zack gucken, nee, zack gucken, nee, zack gucken, trade. Ja, also ihr seht schon, ich habe ganz viele Trades, die ich dann nicht mache, aber die dann gut aussehen, dann eben schon. Also hier im Kurzfristigen wäre jetzt noch mal eine Chance, wenn der Schub hoch macht, wackelig runter, aber das sehe ich im Moment nicht und im übergeordneten Bild können wir zumindest einen kurzen Blick drauf werfen, muss ich sagen. So richtig antören tut mich der Goldkurs mit diesen Überschneidungen, ehrlich gesagt, auch noch nicht. Weiß nicht, ob es euch anders geht, aber findet ihr den Anstieg gut? Ja, es geht ja immer hoch, ja, darf man immerhin, soll man ja nicht maulig sein, aber schön ist anders, ehrlich gesagt. Also von da nach da war dreiwellig kein gutes Zeichen. Ja, und selbst wenn man den Spike rausnimmt, dann sind wir überschneidend. Sieht alles doof aus. Ich habe das, früher hat man gesagt, das dunkelbraune Gefühl klingt nicht so gut, aber dass der Kurs vielleicht sogar nochmal irgendwie sowas erst macht und danach hochgeht. Also ich bin langfristig durchaus gedanklich bullish long, sowohl charttechnisch als auch fundamental. Aber die Marktteilnehmer verhalten sich im Moment noch nicht so, als ob sie es jetzt aktuell ernst meinen. Also zumindest ist es für mich noch nicht so reizvoll.
So, weil ich es versprochen habe, ein ganz kurzer Blick auf Nikkei, zumal der Nikkei auch nochmal insofern mega spannend ist. Ich meine, was soll ich euch erzählen mit dem Chartverlauf jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir hier zurückgucken können. Der Nikkei droht in Kürze, ich vermute, das ist nicht drauf hier, er ist jetzt wieder so hoch wie seit 1990 nicht mehr. Wir kommen wirklich wieder auf Allzeithochniveau und das ist natürlich mega spannend. Wir haben ganz häufig darüber gesprochen, an verschiedenen Stellen habe ich darüber gesprochen, dass häufig die Abwärtsseite hier korrektiv ist, stark ansteigen, korrektiv ist und so weiter. Auch das hier immer wieder korrektiv. Ist nicht immer schön gewesen, da einen Einstieg zu finden. Manchmal war das ein bisschen unübersichtlich. Trotz alledem, ihr merkt euch, wenn das Ganze dreiwellig ist, ist es in der Regel sehr verdächtig, dass es korrektiv ist. Und wenn ihr eine starke Richtung habt, passt das. Jetzt würde ich nicht einsteigen. Die meisten von euch wissen, wann ich einsteigen werde. Nämlich, wenn der Kurs nach dem letzten Anstieg hier wieder mal korrektiv, dann suche ich nach Einstiegen, Zwischenhochs oder eben auf kleinerer Ebene Schubhoch wackelig runter. Ich sehe also durchaus Potenzial. Jetzt sind wir so weit oben, dass man sagt, jetzt komm, jetzt holen wir uns auch das Allzeithoch nochmal. Die Chance sehe ich. Zumal fundamental argumentiert die japanische Wirtschaft sehr vom schwachen Yen profitiert. Japan ist Exportnation. Das heißt, jetzt im Moment ist es für mich zum Beispiel in Japan, ich bin jetzt zwar in Bangkok, aber in Japan super günstig, weil Euro umgewandelt in Yen, wenn ich essen gehe, kriege ich noch was raus. Ja, also so fühlt sich das aktuell an. Alles, was man jetzt an japanischen Produkten im Ausland kauft, ist super günstig. Ich als Ausland, aber Yen, die ich haben will. Ja, also insofern, da profitiert die Wirtschaft im Moment sehr und deshalb ist die Chance, dass es noch ein gutes Stück weitergeht. So, nicht mehr ein gutes Stück weiter geht es hier mit uns. Ich hoffe, ihr hattet aber Spaß. Wenn ihr sagt, naja, so doof war es jetzt heute nicht und ihr mehr sehen wollt, dann merkt euch den Kanal hier seit nächsten Dienstag 18.30 Uhr wieder da. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Like da. Das ist immer ganz toll. Dann sieht das so aus, als ob das ganz gut ankommt. Und dann freut sich das Team von XTB und ich mich persönlich natürlich. Wenn ihr ein Abo dalasst, hilft es euch, dieses hier als Aufzeichnung, wenn ihr das nochmal angucken wollt oder bestimmte Stellen nochmal wiederholen wollt, das eben zu finden. Ganz egal, ob ihr meinen YouTube-Kanal, das ist Rüdiger Born, Born Traders, werdet ihr finden, so viele gibt es davon nicht. Oder ob ihr den XTB, da sucht ihr am besten XTB Deutschland, dann wird euch das von YouTube auch vorgeschlagen. Ihr seid ja, je nachdem, auf welchem ihr das jetzt guckt, wenn ihr die Aufzeichnung jetzt guckt, guckt am besten beide, abonniert am besten beide, dann macht ihr nicht viel falsch. So, das andere habe ich jetzt nebenher eingeblendet. Euch jetzt einen wunderschönen Feierabend. Vielleicht guckt ihr noch ein bisschen auf die Märkte. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.